Okay, kleiner Junge, du willst also lernen, wie man so eine richtig schöne Adlerbanane macht, hä? Naja, also ich habe gehört, man kann so einen Trick machen und wenn man mit der Banane so einen Zaubertrick macht, dann kriegt man Flügel und dann wird man zum Adler und das nennt man die Jetzt Adlerbanane. mach mal ganz langsam, Bengel. Erstmal musst du lernen, wie man durch die Nase atmet, wenn der Mund voll ist. Ohne das keine Banane. Das kann ich, weil ich jeden Morgen einen Liter Kakao trinke, ohne abzusetzen. Oh. Das hat mir Pater Bronson beigebracht. Moment mal. Pater Johnson und Campleiter Bronson? Ziemlich verdächtig. Würden Sie den Schnurrbart abrasieren, Campleiter Bronson, würden Sie fast so aussehen wie der Padre. Ja. Ich kenne diesen Mann nicht. Habe ich noch nie gehört. Bronson? Das für ein lächerlicher Name. Also heißt doch niemand, das ist so ausgedacht. Alter, hier ist irgendwo ein Bär, der ein Wolf, naja, ne? Mit Vorname seiner Bärenmacht. Mandrake. Mandrake Bronson. Mandrake Bronson. Manbeck. Alter, ist doch neu. Hier, Grenzkontrolle Kanada. Alter, der Grenzkontrollpunkt. Das ist neu. Na, guck mal, hier ist jetzt richtig Zeug drin. Davor war das ja nur so eine alte Gammelschranke ohne irgendwas. Ey, geil, Windows 98 haben die. Ich schmeiß ihn voll in die Fresse. Windows Millennium am Start. Was ist das hier für ein Film? Der Onkelvater. Ne, der Onkel Train, der Onkelzug. Der Onkelzug. Wir haben alle Onkels des Landes versammelt. Boah, ey. Erstmal drauf schießen. Mach mal Licht an, falls er kommen will. Ja, die Leute haben gesagt, du musst mir Code abschmecken. Ja, aber guck mal hier auch. Ich glaube, ist an dieser Banane hier Code dran? Könnte Zeig mal sein, her, ne? zeig mal, wo ist die Banane? Hier, wenn ich mach mal hier, ich habe einen Schmeller gemacht und der Schmeller deutet schon darauf Da hin. ist ein bisschen, ja, zwischen Pizza und Banane ist so ein bisschen so ein kleiner Ja. Brocken. Ist auch komischerweise schmeckt es nach Blaubeeren und Du musst dir das aber ein Kartoffeln. bisschen mehr ins Zahnfleisch flitschen. Ist wichtig. Na, genau so. Ja, Ich mache halt wie so ein Kolibri, den Nektar leckt. Wow. Oh. Du weißt, Bigfoots natürlicher Feind ist der Kolibri, ne? Das ist klar, ja. Weil immer wenn er sich zum Wäschemachen am Bach bückt, fliegt der Kolibri hinten rein und macht. Und holt seinen Klabusternektar. Es ist der einzige Nektar, so, weil die können sich nicht, die haben keine Geschlechtsteile und können sich deswegen nicht fortpflanzen. Deswegen brauchen die diesen Nektar, um quasi ein Ei zu produzieren, welches sie dann auch selbst befruchten. Ja, klingt mal wieder erschreckend logisch, wenn man so laut ausspricht. Doch, wirklich. Ja, ich meine, hier lernst du auch noch was. Bildungsauftrag B erfüllt, klar, ne? immer. Kies und Kreis, das war schon immer die Sendung mit der Die Maus. Institution! Das war schon immer, ist eigentlich Grimme Award verdächtig. Ja. Wir waren eigentlich schon immer die Sendung mit der Maus, das aus dem Jahre 2023. Sendung mit der Obermaus. Mit der Mannmaus. Mit der Mannmaus. Also, ich habe ja mal in einem Film beim Pater mitgespielt, der hieß Sendung mit dem Mouth. Ja. Oh, jetzt wieder Nach so ein. 60 Folgen wurde sie aber abgesetzt. Komischerweise habe ich sie nie im Fernsehen gesehen. Ja, und dann wurde der Hauptdarsteller getauscht und dann hieß es nur noch Sendung mit dem Klaus. Oh Mann. Was war das? Boah, alter, primitive Bigfoot-Fallen. Primitive Biggiefoot. Oh, ich blute, ich komme Ich nicht hab dich raus. freigeschossen. Naja, freigeschossen, Alter. Ich habe da so eine eitrige Wunde Ich hab jetzt. dir medizinisch in den Kopf geschossen. Dir geht's besser, glaub mir. Erste Hilfe-Set. Ich drück mal auf Echt, bist du so Heilung. verletzt? Die 50 hatte ich nur noch. Uiuiui. Und du weißt, wenn so eine Wunde mandelt, riecht der Bigfoot. Ja, eben. Der smellt das. Aber ich habe antibakterielle Salbe benutzt. Rieche ich in der Ferne ein Snickers Mandel? karamellig. Was ist das da hinten? Das Wichteldorf?
Hier wohnt doch Hans Schmeller. Oh, da ist er doch. Hier. Die blöde Arschsau. Stehen bleiben, haariger Mann. Der wird, wir sind doch. Der wird gesucht, aber hier steckbrieflich. Er wollte uns irgendwie nicht glauben, dass wir in friedlicher Mission unterwegs sind. Warum? Mein Freundschaftsblei hat ihn irgendwie gar nicht interessiert. Echt? Meine Freundschaftsmunition? Ich bin hier, um Frieden zu bringen. Was anderes mache ich nicht. Ich habe eine Autobatterie gefunden. Ja, sehr gut. Bigfoots hassen Autobatterien. Boah, die Glocke läutet mir wieder ins Ohr. Die Stunde der Großmutter. Oh, ich habe hier ein GPS und ein Safe. Brauchen wir ein Kott? Schwarz-Kott. Hai-Salami. Hai-Salami habe ich gefunden. Hier in der Hütte ist noch Munition, die ich nicht tragen kann, weil ich zu voll bin. Gualami? Oh, hier ist zu. Ich habe den Kott. 8784. Ah, oh, sehr schön. Da gibt's schöne, leckere Hai-Salami. Was habe ich gesagt? 8784? Ja. Hier haben wir noch einen Benzinkanister. Ich kann jetzt meine Sniper geben und Munition. Ja gut, aber ich habe Schrotflinte und Pistole, das reicht ja erstmal. Ja, aber ich kann es eh nicht tragen, von daher. Ich gebe dir die. Mehr ist immer gut. Moment, hier. Ich habe noch Shotgun-Muni. Warte, ich habe noch Shotgun-Muni. Irgendwo. Franz die Gaucho-Munition. Gaucho. Die Gaucho-Munition. Warte, wo ist die Gauge? Wieso hast du mir jetzt 556er gegeben? Ach so, das war 556er. Ja, die. Ich wollte noch ein die bisschen Sniper-Muni geben. Die 7er ist für Sniper, die 556er ist. Aber guck mal hier. Du besitzt sag, nun auch eine Sniper. Ja, hier liegt noch einer auf dem Bett. Das ist hier irgendwie Camp Knarre, Alter. Camp America halt, ne? Am Buzzen. Boah! Alter, Großmutter ruft wieder an. Ich hatte. Hallo! Kannst du mal aufhören zu telefonieren hier? Ich hab wieder einen wilden Stuhl. Das geht mir auf den Sack. Und Großmutter hat wieder Sekretverlust. Das ist eine ernste Krankheit. Da klingelt das Telefon, ich kann aber nicht rangehen. Hier ist noch ein Fotobeweis. Wo? Ah ja, hier wieder so ein. Das ist so eine Kackmulde, weißt du? Damit du dich nicht selbst anfotest. Was da natürlich so eine kleine Mulde in den Boden. Eine kleine Mannmulde. Schöne was kleine hast du jetzt? Das stärkere Sniper, oder? Ja, weil ich ja so ein Sniper-Experte bin. Der Opa, der kennt sich ja mit Sniper aus. Bronson, Campleiter. Der Campleiter kennt sich mit Sniper richtig gut aus. Okay, weiß nicht, wollen wir den Pfad erstmal weiter hochwandern hier durch? Gab's hier nicht auch die geheime Höhle? Gab's hier nicht auch La Bigfoot Cave? Ich meine, der ist da hinten, wo ist der denn hingelaufen? Na, hier beim Dixie-Klo vorbei. Er ist irgendwie am Dixie-Klo da rumgestromert. Vielleicht ist er irgendwie hier im Dixon-Wood. Im Dixon-Philly. Hans Dixon. Hans Dixon Dickicht. Na, hier ist wieder eine Seilrutsche. Aber hier ist er auf jeden Fall zwischen diesen riesigen Manwood-Baumstämmen. Aber wie kommen wir da hoch? Ne, guck mal, hier ist eine Spalte. Kommst nicht drüber. Ja, außenrum. Der hat sich jetzt aber echt nochmal gut hochgeheilt, ne? Nach 3 und er ist richtig wütend. Jetzt die Frage, bleiben wir erstmal hier im Camp? Verschanzen und im Camp bleiben. Im Fallen, ja. Was ist denn das Beste? Camp-Schanze. Dann vielleicht hier das America-Haus, America First. Ist doch eigentlich ganz gut. Schön gerade, hinten zugenagelt. Soll ich ihm irgendwas hinstellen? Ja klar, das war so ein Gasolinus. Stell die mal, wo stelle ich denn die hin? Einfach hier vorne auf dem Boden, oder? Ja, genau, da muss er ja rein. Dann gibt man dem schön, gebe ich ihm einen Brängel, wenn er kommt. Hallo, wir sind im Camp Dicolo. Hier ist noch Muni auf dem Bett. Kannst du noch mitnehmen. Camp Spiculum. Camp Spiculum. Dr. Mang hat angerufen, er kam mit seinem Hubschrauber zur Arbeit. Was war das? Hast du eine Falle aufgestellt? Nee, hier hinten ist die Scheibe geplatzt. Achso, er ist geplatzt. Ja, ist zerlaufen. Was soll ich noch hier so eine Art Last Resort Schutzfalle machen?
Also, wenn er dann reinkommt, kriegt er nochmal direkt so eine schöne Packung. Oh, ich glaube, er schändet gerade in der Ferne einen Elch. Er schneidet in der Ferne einen Elch? Schändet. Pfändet. Schändet. Er sagt, du zahlst erstmal Pfand, Junge. Du schuldest mir eine Menge Klöttkeller. Alter, da ist so eine Kette drum um die Falle jetzt. Ja, ist richtig, ne? Ja, die ist richtig böse. Das ist eine richtig krasse 2.0 Kreis-Industry-Forschungsfalle. Aus der Kolibri-Forschung. Meine Tochter liebt Kolibris. Irgendwann muss ich mal nach Amerika. Also ein Zwangskolibri. Weiß nicht, soll ich mal aggressiv klopfen, damit er vielleicht... Ja, das hat immer funktioniert. Ich hab mal so ein bisschen die Ferne geshootet. Scheint den sehr zu bezirzen. Kommen Sie, Mr. Beak. Du musst ein Lied über Viehdiebstahl singen. Das mag er auch. Ein Lied über Viehdiebstahl. Ich hatte eine Kuh und ihr Name war Rosi. Jetzt wurde sie gestohlen und zu Fleisch gemacht und verpackt in eine Dosi. Aber weil ich Hunger hatte, musste ich sie essen. Und jetzt musst du was singen über Mormonen Viehhochzeiten. Das mag er auch. Oh Mann, ey. Da kommt er! Da. Er kommt! Alter, wie die Scheibe eingeschlagen hat. Yes, through the window, through the Bam! Bam! Ja! In dein Gesicht! Alter, hält sich den Kopf, die blöde Sau. Ah, oh, ich hab ihm GPS in die Hand geschossen. Er ist auf meine Falle getreten. Er ist super aggressiv. Oh Gott. Oh nein, er will mich. Pater Johnson, helfen Sie mir. Helmleiter Bronson. Boah, hier, ich burn ihn. 27 nur noch. Geh! Weiche! Boah, ich hab ihn verjagt. Aber sein GPS leuchtet. Er ist GPS, wollen wir ihn nicht verfolgen? Ja, klar, verfolgen wir ihn. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht auf der Karte. Auf der Karte, der rote Punkt. Ja, doch, hier. Jagen wir die Sau. Der hat schon irgendwo unterwegs ein paar Pilze gesnackt, die Sau, ne? Ja, ja. Hat sich direkt was mitgenommen. Kann auch sein, dass er in meiner Tasche drin war mit den Fingern. Da war ein altes Mandelsnickers drin. In meiner Taschenpilzfarm. In meiner Taschenpilzfarm. Da waren Mandelsnickers und ein Kolibri waren. Ey, wo ist er denn? Der muss irgendwo da hinten sein. Ich hab Taschenmulch. Ey, wie weit, wie schnell er ist, ne? Ja, er ist super schnell. Er mulcht uns einfach. Das ist seine Strategie. Er will uns wegmulchen von unserer Heimat. Ja, damit klar. Wir keinen Schutz mehr haben. Ja, der will uns jetzt in den Wald locken. Unten am... An der Villa Bajo. Aber guck mal, er will da nach Villa Linko, ey. Und jetzt geht er da hoch. Auf dem Pfad ist er schneller. Alter, was ist das hier für ein Bigfoot-Gebilde mit Blut? Er hat kurz abgeseilt, unterwegs. Der ist aber schnell, ne? Der ist schnell unterwegs, aber er weiß nicht, mit wem er es hier zu tun hat. Er ist irgendwo da hochgegangen? Der King Arthur Baum. Es fehlt irgendwie so eine Adrenalinspritze, die man sich geben kann, damit man schneller ist, weißt du? Also irgendwie so eine. Ja. Sollen wir erstmal in den Baum gehen oben? Machen wir jetzt wieder so ein Totem. Nehme ich mal mit. Ich würde sagen, ich gehe oben in den Baum erstmal abchecken. Da ist die Maschinenpistole. Woher weißt du das? Weil die da immer ist, normalerweise. Echt? Wir müssen safe sein. Nee, hier ist nix. Hier ist gar nix. Bisschen Schrotflintmunition. Er ist jetzt bei unserem Wohnwagen. Ja, aber ganz oben da in der Ecke. Er ist ja fast über die kanadische Grenze. Er hat nicht mal einen Pass. Wie will er denn abhauen? Er macht einen Run for the Border, ne? Ja. Taco Burrito hat er sich besorgt unterwegs. So wie er sich haltet, auf jeden Fall mal Taco-Flavored Kisses. Eigentlich ergibt das alles, was wir reden, gar keinen Sinn. Fällt mir immer wieder auf. Doch, das ergibt... halt zwischen den Zeilen lesen.
Ja, aber das ist wie, wenn du so ein Kunstwerk anguckst, wo irgendwie 1000 Farbkleckse sind und die Menschen interpretieren da die größten Sachen raus. Greis und Kiestra werden hier wieder geopolitisch und besprechen. Hier in dieser Sozialkritik kann man ganz genau raushören, dass kastrierte Bullen nicht Ochsen genannt werden dürfen. Denn so fühlen sie sich auch. Boah, was war das denn? Ich bin auf irgendeinen Dachs oder sowas getreten. Nee, das war hier wieder Frank Julian, Alter, die Familienkrähe. Was ist das eigentlich für eine Familie, die Tierhorterei betreibt? Gibt ja auch Tiermessis, anscheinend ist das sowas. Das wird sowas sein, ja, auf Dauer. Ich muss mir jetzt schon 2 Heilsalamis reinfegen. Hast du noch eine Cabanusa? Ich hab noch Cabanossi, ja. Wieso ist es eigentlich da? Ach so, ja, stimmt. Früher war das ja wirklich so eine Salami, ne? Ja, der hat mich auf den Karren, hat er mich aufs Bett. Er hat mich aufs Bett gepresst, ne? Hat mir natürlich richtig rein. Es klingt aber so, als hättest du es genossen, irgendwie. Klingt jetzt nicht so schlimm. Seine starken, haarigen Arme. Ey, auf Amazon kannst du richtig viele Bigfoot-Porn-Romane kaufen. Ey, du kannst alles, ich bin da mal so reingedived, weil Big G hat da auch mal irgendwie so geguckt, was da so gibt, ey, boah, und dann landest du in dieser selbstgeschriebenen ja, genau, mit Ex-Menschen und Tentakelmonster aus dem All und so, da geht's richtig ab. Ja, da geht's richtig ab. Ein paar Werke sind von mir. Ey, damit kannst du richtig Geld verdienen, wir haben das mal im Podcast behandelt, das Thema, und da gibt's Leute, die sind damit richtig am Asche machen. Weil so Hausfrauen am Limit, weißt du, wenn irgendwie der Don Juan und der Piraten-Groschenroman nicht mehr reicht, die brauchen dann sowas Abartiges. Alter, hier unten, hier drüben ist so ein kleiner Boy. Okay, okay. Oh nein, das ist doch einer aus der B-Gruppe. Direkt mal ein Foto machen, ne? Die Hand ist noch gut. Der kann nicht noch arbeiten. Ja, der ist echt durcheinander. Hackmesser. Nehm Hackmesser Billy hieß der auch, ja. Ja. Hackmesser Hans, hier noch Munition, ja. Aber die gute Gauge? Hier. Ja. Alter, das klang ja richtig schmatzig. Ups. Alter. Noch Zuckungen gehabt. Das qualmt, das Tier. Das war ein Marlboro-Bock. Aus den Marlboro Zuchtlaboren. Es war ein Raucherelch. Naturgeräuchert. Waren wir hier schon am langen Schlängel hier? Am Lake Long Lake. Lake Long Long. War nicht irgendwo hier auch noch eine Höhle so? War das, ja, hier, ne? Das ist die Long Long Cave. Das ist die Long Long Cave. Aber das Abel war doch Focker. Diese Höhle, wo man gedacht hat, boah, wie krass, sogar irgendwie mit Beleuchtung und dann war nichts drin. Nee, aber das ist die Marvin Focker Cave. Er hatte die überarbeitet, ist jetzt noch krasser, oder? Alter, das richtig Brücken krass. Brücken und so, das ist doch jetzt noch heftiger. Ja, und über 7 musst du gehen, das hat schon der Mann mit der Warze gesungen. Ja, klar, du musst über 7 Brücken, sonst kannst du da nichts machen. Alter, die ist schon groß, die Höhle. Marvin Focker aber hier ganz schön. Fünf, fünf, Sechser habe ich ganz viel. Hey, Vorsicht mit dem Radio. Hey, ganz langsam. Du kannst mir zwar die fette Sniper ins Gesicht halten, aber in dem Radio bitte ganz vorsichtig. Komm, hier geht's sogar runter. Weißt du, du sitzt auf so einer Party mit so YouTubern irgendwie und so Streamern und die sitzen da alle mit ihren Handys und streamen und du sagst, hey Leute, ich mach mal das Radio an und alle, nein! So wäre es leider. Ich habe nur vor einer Sache Angst. Ja. Musik und Steuern. Ja. Musik und Steuern. Vor was hast du Angst? Musik und Steuern, Junge. Alter, hier die ganzen Timmys verschleppt. Guck mal, da hinten geht's durch. Guck mal, da ist so ein Forschungsspalt da hinten. Ne, echt? Nee, da kannst du aber nicht rein, glaube ich. Okay, aber die Höhle ist komplett redesigned, ne? Ja. Eventuell stecke ich... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich stecke im Forschungsspalt.
Hier oben gibt's nix. Nee, alles leer. Alter, was ist das für eine Spinne? Oh mein Gott. Und auch noch kugelsicher. Da leckt mir doch jemand meine Forschungsspalte. Was ist das für ein Vieh? Wird der eigentlich von Nacht zu Nacht stronger? Glaube schon. More mighty? Also guck mal, vorhin hat er sich direkt so nach einem Feuer und einem Dings hat er sich verscheuchen lassen. Ja, jetzt war er schon ein bisschen hartnäckiger. Ne? Er wollte unbedingt den jetzt wollte Boy catchen machen. Trap, aber er wollte richtig den Boy catchen und er hat auch richtig reingecatcht in den Boy. Er hat Catchfinger lassen. Nee, hier waren wir. Ja, die Höhle ist big. Wird richtig überarbeitet. So eine Forschungshöhle irgendwie, ne? Ja, so ein richtiger Man Cave. Bigfoots alte Man Cave. Nichts mehr gefunden? Nö, nur noch so eine Riesenspinne. Der Boden ist irgendwie hässlich, ne? Dafür, dass er so alles überarbeitet hat, hat er hier so einen richtig hässlichen Höhlenboden. So Moos soll das sein wahrscheinlich. Ja, aber so richtig pixelig Dreieck irgendwie. Wenn du genau drauf guckst, ist das, glaube ich, Brokkoli. Ja, ne? Brokkoli ist auch der Teufelsbaum, nennt man ihn auch. Obwohl ich Brokkoli mag. Eigentlich ist Brokkoli ziemlich lecker. Ja, aber das lernt man auch erst mit dem Alter, ne? So, ja, aber Brokkoli ist ja auch so richtig mild. Der hat ja eigentlich fast keinen Eigengeschmack so richtig. Ja. Wenn du dann noch ein Süßchen da drauf klatschst, hast du ja eigentlich immer was Leckeres. Wenn du ein Süßchen drauf machst, dann zerstörst du auch alle Vitamine und dann ist es fast wieder essbar. Nee, warum du den nur kurz blanchierst, dann geht das schon. Dann macht auch das Süßchen, klar, bringt das Süßchen zusätzliche Kalorien, bla, aber es ist trotzdem ja das Grundzeug noch drin. Hey. Lass mal hier hochgehen, oder? Hier war doch dann, glaube ich, irgendwo ist doch noch diese fette Hütte, weißt du? Also irgendwo ist eine Hütte noch mit einer dicken Schusswaffe. Irgendwo eine Schüttelhütte. Klar. Da war immer so ein Opa drin, der hat ordentlich geschüttelt. Ja, der hat auch Tiere immer schön durchgeschüttelt, ne? Ja. Na, das ist sie doch. Wow, was ist das? Hilfe! Wolf ist, Alter! Alter, er hatte rote Augen, der war unter der Kontrolle von Bigfoot. Geh mal da mal rein, da ist grüner Dampf. Nee, ich war ja schon in so einer Dampfbude. Was passiert da mit einem? Kriegt man da Vision? Eine Epiphanie! 1000 Augen! Hier ist ein Non-Sniper, du. Wer hier gewohnt hat, so, ich hänge mir ein Bild von einem Wolf auf. Na, hier ist die Maschinenpistole. Ich brauche nur den Kott. Kott, wo könnte Kott sein? Vielleicht auf der anderen Seite? Weißt du, was ich meine? Wenn du da runter gehst, da ist ja noch so ein Abzweigungsding. Das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge rausfinden. Oh, hier ist eine. Hast du eine Signalpistole? Hast du, ne? Ja, SIGP habe ich. Eine SIGP. Siegfrieds P. Gut, dann machen wir erstmal hier kurz ein Chillo Manillo und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bewerten, kommentieren, wenn ihr die haarige Sau brennen sehen wollt. Mhm. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschö.